Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 37 von Astroneer. Und zwar hatten wir letztes Mal hier die Forschungsgeschichte gemacht, aber die geht nicht voran, weil hier definitiv Biomasse fehlt. Dann wollen wir doch mal die da... Nee, das war jetzt falsch. Oh, so, du wieder dahin. Ah, jetzt forscht er auch noch dieses Biozeug. Okay, dann geht das wohl auch, aber jetzt ist hier die Bio-Geschichte an und die läuft jetzt dadurch etwas schneller. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie dieses mit der Befütterung dieses Generators etwas schneller schaffen, glaube. Ah, warte mal, wir haben noch diesen Automatikarm. Den müssen wir uns mal besorgen. Und wenn wir den haben, dann können wir den mitnehmen. Jetzt lass uns mal gerade gucken, so ein Teil bauen müssen wir dafür. Aber das machen wir alles nach dem Intro, sehe ich gerade. Den Arm holen, wir brauchen Anpacker oder sowas Ding. Und damit das dann vorangeht, dann würde ich sagen, gucken wir gleich nach dem Intro nach. Ne? Bis gleich. So, ich habe so ein Teil nicht hier, ne? Das ist Erde, ne? Und was ist das hier? Organische Ressource, okay. Wir haben noch mehr Biomasse. Gut. Um die Biomasse müssen wir uns dann da gleich kümmern. Wenn wir hier dieses hier aufmachen, können wir das mit dem da wechseln. Will er aber irgendwie nicht so, wie ich will. Und dann können wir damit Biomasse abbauen, ohne das Gelände zu zerstören. Genau, das haben wir schon mal. Und jetzt... Nee, warte mal, habe ich den schon? Dann können wir hier durchblättern gerade, ne? Kleiner Generator, Lichtfeuer, Arbeitslicht, Sauerstofftank, Energiezelle, kleine Batterie. Nee, ich glaube, jetzt bin ich schon durch. Oder? Nee, breite Anpassung, Hämmer. Verpacker, da ist er. Dafür brauchen wir Graphit. Okay, das heißt, wir müssen gucken, ob wir hier Graphit haben. Haben wir hier Graphit? Da ist Graphit. Und dann packen wir da mal einen aus. So, jetzt haben wir so einen Verpacker. Und das würde ich jetzt fast sagen, lass uns noch einen zweiten machen. Weil, wenn wir diesen Arm holen wollen, dann müssen wir den einpacken. Und oh, wir haben noch ganz viele Sachen im Rucksack, sehe ich gerade. Können wir die ja erstmal loswerden. Stäbe sind noch genug da. Biomasse haben wir auch. So wie es aussieht, ist gerade wieder kein Strom da. Dann lass uns schnell da was reinlegen noch an diesem Generator. Und hier muss unbedingt dann der Arm dahin, ne? Nee, das war falsch. Gu war richtig, weil wir haben ja hier noch eine Biomasse. So. Und dann Harz brauchen wir auch noch, damit wir mehr Lager machen können, weil das wird ja dann auch gebraucht. Komm, untersuch das nochmal. Ah, Leuchtstäbe können wir wahrscheinlich machen, ne? Okay, lass uns mal gerade hier rüber gehen. Und wo sind nur die Leuchtstäbe gerade? Da ist schon das Dynamit. Ich glaube, die Leuchtstäbe waren bestimmt nicht da unten bei Dynamit, oder? Das ist tragbarer Sauerstoffmacher. Dann war es doch nicht da. Was ist das? Leuchtstäbe. Okay, haben wir aktualisiert. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch das Dynamit und da müssen wir noch einiges an Forschung betreiben, damit wir das haben. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Die Packer haben wir. Wo ist denn die Forschung? Die läuft da und die läuft da. Ne, die läuft sogar noch. Da ist unser Auto rechts und das ist auch noch voll. Ja, da ist ein Packer drauf oder was? Habe ich schon mal hier gebaut, ich hält. Warte mal, dann nehmen wir einen davon mit.
Das lassen wir hier. Sauerstofffilter, den Leuchtstab, das lassen wir mal hier. Nicht hier. So, das packen wir mal hier einfach auf der Erde gerade. Den Packer nehmen wir mit, Sauerstofffilter nehmen wir auch mit. Das lassen wir mal so. Dann passt das. Und jetzt fahren wir mal gerade gucken, das war... Ich glaube, da hinten irgendwo beim Berg war das. Da vorne steht er. So, das bedeutet, wir steigen mal gerade ab. Gehen ums Auto rum. Holen den Packer auch hier weg, den wir da gerade haben, ne? So geht das nicht. Ich muss erst den abmachen, glaube. Wie war das denn noch mit dem Ding? Basis auf Basisbaugegenstand. Verpackt Gegenstand zum leichten Transport und zum leichten Tragen und Transport. Nee, ich weiß nicht, wie es gerade funktioniert. Nee, da habe ich ihn genommen. F packen, Verpacker. Ah, so irgendwie ging's, aber ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Verpacker, Basisausstattung. Keine Ahnung, wo es jetzt drin liegt. Ne? Da ist das, ach, da ist es. So, jetzt haben wir den Autoarm. Jetzt müssen wir noch die Plattform schaffen. Ne? Das muss irgendwie drauf liegen wohl. Dann passt's. Und dann können wir es hier wunderbar reinpacken. Jetzt nehmen wir noch diese Forschungszweige mit hier. Und jetzt müssen wir noch Biomasse einsammeln. Hier vorne ist doch schon welche, oder? Rucksack weg, Waffe raus. Waffe ist gut, ne? Fällt meine Linie hier um. Ich denke, das Ding baut nichts kaputt, macht nichts kaputt. Was ist das hier für eine Ressource? Ah, Biomasse, okay. Organische Ressource, ja. Steck da ein. Warte mal, dann können wir gerade den Rucksack leer machen. Du kommst noch da rein und du kommst noch dahin. Da sitzt alles voll, vorne auch. Das ist gewesen dann. Das heißt, wir können noch zwei Einheiten in unserem Rucksack laden. Einer geht noch.
Ah, schade, ne? So, das war's. Wieder zum Auto. Hier ist nur Schrott, ne? Aber ich habe jetzt einen Schredder. Eigentlich können wir das mitnehmen, ne? Naja, dann geht's halt nicht. So, und jetzt fahren wir mal zurück. Und dann müssen wir mal hier gucken, wie wir das hier hinkriegen. Kriegen wir den Strom vielleicht ein bisschen anders organisiert? Ich glaube schon. Lass uns mal gucken, kriegen wir den Generator da rausgebaut erstmal? Kriege ich den jetzt da angeschlossen? Kriege ich den irgendwo hier angeschlossen noch? Der müsste doch da snappen, oder? Gut. Und dann würde ich nämlich das Ding hier irgendwo hinbauen. Dafür würde ich jetzt aber gerade mal hier noch eine Fläche machen, die gerade ist, ne? Wo sind wir denn hier auf Höhe? Also hier erscheint es mir ja schon mal als gerade, ne? Dann lass uns mal das hier als Basis nehmen. So, wir müssen erst hier wieder umbauen. Ne, ich wollte den da reinsetzen. Kriegen wir das irgendwie hin, ohne dass er, also einfacher Wechsel, ne? Das wäre jetzt schön gewesen. Jetzt haben wir das Teil wieder da dran. Ne? Das kann zu. Das, ne, der bleibt auf, geht aber so. Ah, das hat ja wieder gut geklappt, ne? Hm, die Ebene ist irgendwie nicht so passend. Aber jetzt. Obwohl, das war jetzt nicht schlimm, glaube ich. Schließ den mal da wieder an. Passt erstmal. So, den Generator packe ich jetzt. Kriege ich den denn jetzt? Ne, ich will den jetzt nicht. Ich will den haben und will den hier hinstellen. Ja. Und will den da anschließen. Ja. Jetzt muss ich, glaube ich, hier erst einmal einsteigen, damit er wieder frei wird. Genau so ist es. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich die Plattform erstmal kriege. Auspacken. Und anschließen. Passt. Und auch auspacken. Und dann da drauf montieren. Und jetzt muss ich das noch ein bisschen drehen. Wie ging denn drehen? Nee. Wie geht drehen? So geht nicht drehen. C, C und aha. So sieht es doch gut aus, oder? Kabelstecker angeschlossen. Autoarm anschalten. Zeug hier hinlegen. Aber kann er nicht, oder was? Das fängt ja schon mal gut an, ne? Gut, das bedeutet, wahrscheinlich muss das ein Lager sein, oder? Kann das sein? Kriege ich die Sache schon mal irgendwo? Ja.
Forsch mal weiter. Die Forschungsprobe kriege ich auch da noch hin. Sehr gut. Und die kriege ich da auch hin. Dann läuft der schon mal. Warte mal, wir haben aber einen zweiten. Reicht nicht dahin, muss ich hingehen. Passt. Gut. Ich weiß, was das Problem ist. Autoarm steht wahrscheinlich falsch rum drauf, ne? So ist es. Und jetzt bitte da rein. Ja, sehr gut. Das so wollte ich es haben. Genau so. Habe ich noch? Ja, ich habe im Rucksack mal was. So, und dann klappt das auch mit dem Nachbarn, oder? Ja, revolutioniert haben wir das Ganze jetzt hier. Wow. Na, da vorne ist zwar was dran, aber das brauchen wir zum Fahren. So, jetzt haben wir das geschafft. Oh, jetzt haben wir schon keinen Strom mehr, ne? Mal gerade aufladen. So, hier hatten wir vorhin abgeladen, ne? Harz war unser Thema, damit wir was bauen können. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch Dingens Forschungsteile da reinballern. Also dies hier sieht ja voll toll aus, aber die Ebene ist einfach zu hoch, ne? Wo kriegen wir Harz weg? Ist hier im Loch was? Ne, ne? Sieht auf jeden Fall aus, als ob es da runter geht. Aber hier ist noch Dingens hier, sag schon, Gemisch drin gewesen. Ich glaube, hier war nichts mit Harz, oder? Ich sehe nichts mehr. Gut, dass wir da gerade nicht runtergefallen sind, ne? Habe ich das Ding schon aufgemacht? Nee, das braucht Strom. Nee, doch, ist ein Deckel nur, oder? Kann zu Schrott recycelt werden, okay. Dafür müsste ich es mitnehmen. Nee, hier ist jetzt glaube ich nichts. Was haben wir da hinten? Da hinten ist was, aber das ist Laterit oder so, ne? Oder ja, Laterit ist das. Brauche ich jetzt aber gar nicht. Okay, wieder zurück, hoch, macht keinen Sinn hier unten gerade. Denn dann müssten wir gucken, wo wir, sag schon, Harz herkriegen, weil wir müssen Lager bauen. Das macht anders keinen Sinn. Ja, okay, dann müssen wir schauen, dass wir das mit dem Harz hinkriegen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich gucke oder ich werde Harz besorgen. Ganz einfach machen wir in der Zwischenzeit anders dann und macht ja so keinen Sinn da die ganze Zeit. Wie viele Punkte haben wir? 539, okay, das geht schon mal. Hat der da schon wieder eins reingestopft? Ich gehe fast von aus, oder? Ja, einer ist glaube ich weniger. Dann müssen wir Biomasse irgendwie kriegen, dass wir die produzieren oder so oder hier einsammeln auf jeden Fall, dass wir das hinkriegen. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch ein Abo, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.